Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fallout 4. So, wir befinden uns hier wieder im Institut. Und unsere nächste Aufgabe war ja, wieder mit dem Vater zu sprechen. Festgenagelt, sprich mit dem Vater. So. 44. Dann laufen wir mal in diese Richtung. Werden wir schon irgendwann ankommen. So, noch eins weiter. Wie sieht es mit deinen Kräften aus? Fühlst du dich erschöpft? Nicht mehr, als man es bei einem Mann meines Alters erwarten würde. Okay. So, jetzt. Wenn ich an den Plan, den wir ausgearbeitet haben. Ja, Doktor, ich nehme alle meine Pillen. Ja, er nimmt alle seine Pillen. Jetzt noch viele dieser Fragen. Okay. Irgendwelche sonstigen Schmerzen oder Probleme? Nicht, dass es mir aufgefallen wäre, nein. Ich fühle mich ziemlich gut. Du wolltest mich sprechen? Ja, danke, Doktor. Ich denke, das war's dann für heute. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war Mass Fusion ein Erfolg. Trotz der Einmischung der stählernen Bruderschaft. Was? Die sind gut mit ihnen klargekommen. Das hat auch Dr. Fillmore berichtet. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es wäre ein großer Rückschlag gewesen, wenn wir diese Technologie an diese Wilden verloren hätten. Die haben wir nicht. Alles gut, Vater. Die muss allerdings im Zusammenhang alles gut, Sohn. Angesichts ihrer Neigung, Technologie ist hier untersucht. Sind Auseinandersetzungen mit ihnen noch zukünftig unvermeidlich. Wir verfügen schließlich über die fortschrittlichste Technologie im ganzen Commonwealth. Ja. Und vermutlich auch darüber hinaus. Außerdem sollte beachtet werden, dass es Bedenken im Institut gab, was deine Loyalitäten angeht. Ich habe natürlich nie an deinem Einsatz für unsere Sache gezweifelt, aber durch diese direkte Konfrontation mit der Bruderschaft dürften auch viele andere beruhigt sein. Ich bin stolz auf dich. Wie dem auch sei, die Bruderschaft ist ein zukünftiges stabiler Bartbruder. Und wir müssen uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Und schau mich nur an. Ich plappere wie ein alter Mann. Ich vergeude Zeit. Du wirst anderswo dringend gebraucht. Was immer es ist, ich kümmere mich darum. Das hoffe ich doch sehr. Diese Situation geht in gewisser Weise auf dein Konto. Auch wenn du sie nicht absichtlich herbeigeführt hast. Was? Wenn ich etwas getan habe, das das Institut in Gefahr gebracht hat, bringe ich es auch wieder in Ordnung. Versprochen. Alles klar. Daran zweifle ich nicht. Aber zum Glück ist es nicht so ernst. Während du Dr. Fillmore geholfen hast, wurde ein zweites Team losgeschickt, um jemanden aus dem Commonwealth ins Institut einzuladen. Offenbar gab es Verständigungsprobleme. Und die Person hat um Hilfe gerufen, die in Form deiner Minutemen auch kam. Soweit ich weiß, sind bisher keine Schüsse gefallen. Ich will, dass das so bleibt. Ich möchte, dass du dich dorthin begibst und mit den Minutemen draußen redest. Ja. Ich stehe darauf, dass sie sich zurückhalten. Dr. Thompson ist vor Ort. Tut ja Preston gar nichts. Ich weiß, dass du diese Situation entschärfen kannst. Es ist von größter Bedeutung, dass diese Person sofort ins Institut gebracht wird. Okay. Sie werden auf mich hören. Mir wird schon was einfallen. Du kannst das als erledigt ansehen. Glaub mir, das tue ich schon. Okay. Was haben wir hier? Nix. Sean's Terminal Passwort. Danke. Geteiltes Haus. Daten festgenagelt. Erreiche das Haus. Grey Garden. Da waren wir schon lange nicht mehr. Dann ziehen wir mal da los. Schauen wir mal, was wir machen können. Mm-hmm.
Hi, Piper. Dieses Haus, da waren wir schon mal. Hey, General. Hey. Was ist hier los? Oh, das ist eine unerwartete Überraschung. Wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen. Diese Institutsschweine werden uns nicht entkommen. Sie müssen an uns vorbei, wenn sie da raus wollen. Wir wissen nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber es ist gut, dass du hier bist, um zu helfen. Wie hast du von der Sache gehört? Du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Sir, also, wie willst du das angehen? Wir haben daran gedacht, sie rauszulocken, da sind sie leichter zu töten. Bleib aber ruhig, dann ist uns aufgefallen, dass wir den Laden vermutlich stürmen sollten, damit sie nicht verschwinden können. Klingt sinnvoll, oder? Also, willst du den Angriff anführen? Bleib ruhig. Niemand macht irgendwas. Sag deinen Leuten, sie sollen sich zurückhalten. Soll das ein Witz sein? Wenn wir nicht sofort was tun, werden sie den armen Mann mitnehmen, wo auch immer sie hingehen. Auf jeden Fall werden wir versagt haben. Schon wieder. Willst du jetzt den Angriffsbefehl geben oder nicht? Diese ganze Sache ist nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Na, da bin ich aber mal gespannt. Erzähl mal, wieso ist das nur ein Missverständnis? Das Institut will das Gleiche wie du. Wir können einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Genau. Ich weiß nicht, aber... Okay, oh, geil. Jetzt bist du gut. Dass der Mann in Ordnung ist. Ich sorge so lange dafür, dass sich keiner einmischt, aber... Naja. Oh, bist du bisschen gut. Du richtig liegst. Ja, wir liegen richtig. Sprich mit Enrico Thompson. Hier im Haus. Good Grey Garden. Na, Sins? Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Alles cool. Alles ist erledigt. Du bist in Sicherheit. Gut. Gut. Es war schlimm genug, dass Wallace anfing, uns Probleme zu machen. Aber dann hat er diese Wilden zur Hilfe gerufen. Das sind gute Menschen. Du hast kein Recht, sie so zu beleidigen. Diese guten Menschen wollten mich töten. Ich hoffe, du verstehst, dass sie bei mir nicht allzu hoch im Kurs stehen. Können wir das bitte zu Ende bringen? Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Warum hat das Institut ausgerechnet dich geschickt? Sie dachten, ich könnte als Wissenschaftler eine Verbindung zu ihm aufbauen. Scheint eine weitere Fehlannahme gewesen zu sein. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie man muss auch nicht alles wissen, was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihn sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Soll mir recht sein. Gehen. Okay. Es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, Probleme. Vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Ich mag keine Probleme. Kein Problem. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Hoffe ich. Wir brauchen ihn wirklich. Sprich mit Wallace. Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Mach dich nicht lächerlich. Natürlich bin ich kein Roboter. Das ist genau das, was ein Roboter sagen würde. Genau. Ich habe all die Geschichten gehört.
Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Dir passiert nichts. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Gut, okay. Was willst du von mir? Das Institut braucht deine Hilfe, Wallace. So einfach ist das. Meine Hilfe? Wo? Mhm. Wobei denn? Das Institut steht vor einem ingenieurtechnischen Problem, bei dem deine wissenschaftlichen Kenntnisse weiterhelfen könnten. Im Gegenzug für deine Hilfe würdest du Zugang zu einer Forschungseinrichtung erhalten, die moderner als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Richtig, du hast nur Vorteile. Den du dich versuchen willst. Alles ist dort möglich. Das kann ich dir versprechen. Und du wärst auf eine Weise geschützt, die es nirgendwo sonst gibt. Genug Argumente? Du würdest uns helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Das hört sich gut an. Ja. Okay, in Ordnung. Ich komme mit. Gut so, okay. Kumpel. Ich glaube, wir haben das jetzt im Griff. Danke. Ich meine, danke für die Unterstützung. Bitte. Hey, ich bin hier, um zu helfen. Gern geschehen. Ich meine es wirklich ernst. Ich schulde dir was. Wir sehen uns im Institut. Gib mir ein paar Kronkorken, Kumpel. Na, Piper. Hey. Was gibt's denn zu tun? Piper. Hast du Hunger? Die Dinge halten mich immer am Laufen. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Ich schwebe im siebten Himmel, Blue. Oh. Es könnte nicht besser laufen. Ja, und das wunderbar. Alles nur dank dir. Das war alles. Sicher. Du freust dich bestimmt, zum neuen Direktor ernannt worden zu sein. Natürlich freue ich mich. So, Commonwealth. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir ja noch zwei Aufgaben bekommen. Die eine, nachdem wir das Terminal-Passwort vom Vater gefunden haben. Von unserem Sohn. Aber er heißt Vater, oder er wird von jedem Vater genannt. Und jetzt irgendwas mit Aktivierung. Daten. Geteiltes Haus. Sprich mit Newton Oberlin. Okay, der ist im Institut. Dann tun wir das. Da müssen wir eh hin, auch wegen dem Vater. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Wieder irgendwo gegengetreten. Geh weg! Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. So, jetzt müssen wir aber mal Bio, Robotik. Nichts zu melden, Sir. Wo ist denn der Doc? Statusmeldung, alle Funktionen normal. Da ist das Zünddingen. Ich brauche mal Heilung. Ich muss das Terminal finden. Fortschrittliche Systeme, das ist auch falsch. Oder? So viele Projekte, so wenig Zeit. T.S. Wallace, da ist er ja schon, der Gute. Hallo, Sean. Hi. Ich habe gehört, dass du das Institut irgendwann leitest. Hört sich nach viel Arbeit an. Freust du dich oder hast du Angst? Alles gut. Ich glaube, ich freue mich. Genau, ja? Einfach nur ein bisschen aufgeregt. Dann kann man nämlich allen sagen, was sie tun sollen. Dr. Watson müsste mir zum Beispiel seine ganzen Geheimnisse verraten. Oder man könnte Quentin sagen, dass er immer nett sein muss. Das wäre ja toll. Du scheinst ja immer gute Laune zu haben, Kleiner. Na klar, warum denn auch nicht?
Ein Double von unserem Sohn. Institutpistole. Fusionszellen. Übungsraum. Da bräuchte irgendwas, womit wir unendlich Munition haben. An den Institutgewehren. Das wär's. Unendlich Muni! Hi. So. Wer ist das? Gut, dass du den abtrünnigen Sünd zurückgebracht hast. Hallo. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Ernährungsanforderungen erfüllt werden. Ja. Hallo. Ja, ich schau's mir an. Das holen wir alles. Eine Sekunde. So, okay, weiter geht's. Annehmen. Handel bestätigen. Nein. Hey. Die Versorgungsstelle ist immer geöffnet. Möchten Sie ein paar konservierte Nahrungspakete? Was hast du vorrätig? Ich kann Ihnen eine Reihe nahrhafter und wohlschmeckender Nahrungsergänzungen anbieten. Oh. Nahrungsergänzung 7 ist wegen des pikanten Geschmacks beliebt. Nahrungsergänzung 91 ist neu im Angebot. Ich brauche im Moment nichts. Ich muss aber irgendwas futtern, weil da unten ist so eine Futteranzeige. Kaugummi. So. Okay. Hat keine Wirkung. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Biowissenschaft. Mal schauen, was wir da. Seid doch vernünftig. Ich weiß, du kannst mich hören. Jetzt. Was ist los? Es hat keinen Sinn. Dr. Hicks und Dr. Loken protestieren gegen deine Ernennung zu Vaters Nachfolger. Sie haben die Sicherheitssysteme der Abteilung Biowissenschaft übernommen und unsere Nahrungsmittelversorgung unterbrochen. Aha. Haben Sie irgendwelche Forderungen gestellt? Bis jetzt nicht. Aber sie werden sicher verlangen, dass du alle Verbindungen zum Institut abbrichst. Ja, genau. Vielleicht kann ich mit Ihnen verhandeln. Dabei könnte ich dir helfen. Ich kann den Wartungstunnel zum Beobachtungsraum der Biowissenschaft öffnen. Von dort aus solltest du mit Hicks und Loken sprechen können. Wenn sie nicht mit sich reden lassen, verschafft dir dieses Holoband Zugriff auf den Terminal im Beobachtungsraum. Das sollte dir ein paar Optionen geben. Aber versuch bitte erst mit ihnen zu reden. Gewalt ist das letzte Mittel. Okay. Ich folge dir. Da wären wir. Warte bitte einen Moment. Jo, 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 knack das so, Ding. Offen. So. Hier rüber. Kampf initiiert. Hallo, was ist denn los mit euch? Muss ich jetzt hier wieder anfangen, die eigenen Leute abzuknallen, oder was? Bitte stehen Sie still. Go. So, bitte. Das finde ich gerade nicht gut. Fusionszelle. Fusionszelle. Stuhl? Ne, sitzen will ich nicht. Wie kommen wir darüber?
Ah. Sensor. Medizinkopf. Rekorder. So. Tschüssi. Ich sehe jetzt schon kommen. Muss ich die gleich wieder kalt machen, alle. Stimpack. So, und dann mal speichern. Neuer Spielstand. So, dann beenden wir erstmal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls ihr nicht getan und Kommentare sind immer wieder gerne gesehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao.